When Sin attacked Xanarkand that day, I woke up in Spira. I kept hoping it would work in reverse, too. I will defeat Sin. I must defeat Sin. I was just fooling myself. Maybe it was that day, on the sea, under the burning sun. I started to give up hope. I was in a foreign world. I wasn't going home. This was my new reality, and I was stuck in it for good. So, dann bin ich in Porta Clica angekommen und weiter geht's. Super. Was davon noch übrig ist. Wirklich jemand nimmt. Ja, fragen, stimmt aber. Was stellt Sin eigentlich da? Oder was soll Sin eigentlich darstellen? So eine Art Wahl? Woher bitte? I am the Summoner Yuna. I have come from the temple in Bisade. Oh, Milady Summoner! If there is no other summoner here, please allow me to perform the sending. Ah, thanks, BT. Our loved ones. We feared they would become fiends. Please, take me to them. We'll go see what we can do to help in town. Hm? Ah, okay. Ja, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Bitte? Was denn darstellt, oder wonach ist... Ja, was soll's denn darstellen? So eine Art, Einiges an Reparatur ist nicht, um wieder nach Bisade fahren zu können. Achso, ob das ein Wahl sein soll, oder... halt eigentlich gar nicht ist. Es ist weder ein Drache, noch ein Fisch, noch sonst was. Was ist es? Naja, das ist halt irgendein Fantasiemonster halt, ne, was sich halt für das Spiel ausgedacht wurde, würde ich sagen. Was speziell ist, so kann ich es nicht beurteilen, aber es sieht halt aus wie ein Wal. Schatz, lest also doch. Oh. Aus der Trab, die Stube hat geschlossen. Ich hab Hunger. Du oder der Charakter im Spiel? Ich. Cutscene. What's ascending? Are we going somewhere? You truly are clueless. Are you sure it's just your memory that's the problem? The dead need guidance. Filled with grief over their own death, they refuse to face their fate. They yearn to live on and resent those still alive. You see, they envy the living. And in time, that envy turns to anger, even hate. Should these souls remain in Spira, they become fiends that prey on the living. Sad, isn't it? The sending takes them to the far plane, where they may rest in peace. Summoners do this?
It must be tough, being a summoner. Yuna chose her own path. She knew, from the beginning, what it meant. All we can do is protect her along the way, until the end. Until the end? What's the end? Until she defeats Sin. Oh. I hope I did okay. You did very well. They've reached the far plane by now, but no tears next time, I wished there would never be a next time. No more people being killed by Sin. No more sendings for Yuna. Everyone stood there watching her. It was strange, and somehow, horrifying. I never wanted to see it again. So, war ich jetzt mit Controller gelassen, ich Depp. War ich jetzt nicht... Ach, da ist der Controller. Gut, wäre nett, wenn du mir dieses PS aus dem Bild ziehen würdest. Oh. Wie wär's, wenn du was sagen würdest? Naja. Sag ich ja jetzt. Ich hab mich die ganze Zeit gewundert, hä, was ist denn das? Ach, das ist dieses TPS hier. Ja. Na, ich muss ein bisschen gerade umgestalten. Weil Cosmos hat einen Schreikrampf kriegt. Hab ich das mit Nase richtig verstanden übrigens vom Chat? So. Boah, Alter, du machst mich irre, Kleiner. Oder Kleine. Wenn ich groß bin, werde ich ein Blitz... Was? Du wirst ein Ball? Wenn ich groß bin, werde ich ein Blitzball. Na, dafür musst du aber rund, die Kugel rund essen, damit du ein Ball wirst. Jo, viel Spaß. Dies ist meine Heimat, auch wenn es ein Trümmerhaufen ist, ich will nicht von hier weg. Wobei ich aber nicht empfehlen kann, absichtlich übergewichtig zu sein. Ich merke ja gerade selbst so ein paar Probleme wegen Übergewicht. Vor allem, wenn ich längere Wege laufen muss. Es waren Schmerzen. Vielen Dank, Asteria. Ja, danke für die Hintergrundinfos, Funfacts und so. Ja. Super. War auch an der richtig passenden Stelle. Ja, und ich hatte genug Zeit, mir noch was zu essen und trinken zu holen und ein bisschen was zu naschen. Dafür habe ich die Kassi mal genutzt. Hätte ich aber nicht gemacht, wenn ich die noch nicht kennen würde. Die Kassi war aber auch wirklich lang und schön. Ja. Was ist das überhaupt hier für so ein Update-Button oder was auch immer das ist? Angriff steigt um 3. Okay, da gehe ich aber nochmal hin. Angriffserhöhung muss ich aber nochmal haben. Machst du damit den Upgrades oder wie ist das? Ja. Ah ja, gut. Ach, ich glaube, unter Kreuzdenken fällt mir so ein. Das Problem ist immer, ne, mit dem Teamwechsel und so. Also ich würde, glaube ich, am liebsten Rocker, Yuna trainieren. Aber Kimari muss auch für seine Sachen was haben. Den muss ich einfach irgendwie mal so wechseln. Hast du irgendwas zu verkaufen? Konnten sie gut schaffen? Naja. Die anderen haben das Haus vorhin verlassen. Ist, glaube ich, schwierig, alle gleichmäßig trainieren. Ja. Wenn man mal so ein Klacken hört, ist das Muten, weil ich dann vielleicht mal was zwischendurch was esse. Ich weiß es nicht unbedingt professionell, aber ich habe Hunger. Und mal kurz Ruhe. Hey, you awake? Captain Walker's waiting for you. Okay, da sind mal ein paar aus dem TS verschwunden, die ich gerade gesehen habe. Unter anderem Jenny, Kevin. Ich hoffe, es wäre ein böser Traum. Wenn ich aufwache, dann... Verdammt, hör auf zu zucken. Wäre alles wieder beim Alten. Aber nichts war beim Alten.
Warum rette das Kind? Da! Volker, warte schon. Wenn Zinn wieder auftaucht, sind alle Reparaturen umsonst. Zerstörung und Wiederaufbau ein Katz-und-Maus-Spiel. Okay, sorry. Burschen dreimal halten, okay. Es tut mir leid, er wurde von Zinn vergiftet. Bitte habt Nachsicht, wenn er verrückte Dinge von sich gibt. Was guckst du so? Das ist jetzt kein Zoo. Irgendwer ist gegangen, das hat mich hoch und runter bewegt. Ja, das ist einfach nur, weil die gewechselt haben. Das passiert doch öfters hier auf dem DS. Ja, das sah mir halt so aus. Naja. Okay, der rennt nicht mit mir. Ja, machst du eigentlich heute? Dank der ehrwürdigen Juna konnten alle friedliches Abyssum. Welch Segen, wahrlich als Segen Gavins. Wie lange ich mache, ja, gute Frage. Nach Lust und Laune. Ich hätte vorhin in dem Gebiet nochmal mit jemandem reden sollen. Ich wusste nicht, dass dann gleich die Katzen kamen. Eta halt. Ja, nix. Oh, Bad Lexikon Band 4 erhalten. Ja. Wie ich 2 und 3 verpasst. Wenn ich 2 und 3 verpasst habe, Alter. Ich will nicht essen, ich will einfach nur hier bleiben. Der Anblick des Meeres macht mir Angst. Immer glaube ich, seinen Schatten zu sehen. Ich hoffe, dass ich nicht was übersehen habe bisher. Und ich hoffe, dass ich das auch noch alles kriegen kann an den ganzen Buchstaben. Da hätte ich auch gerne Hinweis davon, wenn was demnächst kommt. Danke, dass du mich gerettet hast. Unser Haus ist zwar kaputt, aber ich habe ja noch meine Schwester, deswegen geht's mir gut. Okay, das habe ich schon gelesen. Du hast meine Schwester gerettet, nicht wahr? Jeder der Kiste gehört dir. Nimm's ruhig. Ein Dankeschön von mir. On to the temple, where we pray for victory. Go! High Summoner O'Hallan used to live in the Kilika Temple here. Yep, Lord O'Hallan was once a great blitzer, you know. Waka. Hmm? Praying for victory is so good. Ugh, but is this right? Something wrong with enjoying Blitzball? Is this really the time? This is the only time. The players fight with all their strength. The fans cheer for their favorite team. They forget pain, suffering. Only the game matters. That's why Blitz has been around for so long. At least that's what I think. Whatever you say. Let's play and win. Right? Right. Temple's beyond the jungle there. Let's go. Naja, ich verstehe aber auch nicht, warum sie statt Pokal Victory gesagt haben. Vielleicht wegen dem Klang. Keine naja. Ahnung. Oh, da ist eine Kiste. Kannst du ihn nur vermuten. Wie ist denn? Oh ja, Kisten. Lässt du die Finger davon? Oh, sie sind ja ein Kunde. Wissensdurst. Durchschauen. Nicht gleich ausrüsten. Datenball. Ja, und ja. Suchcharakter, ja. Und ja. Die Schlagzeugcharakter schon. Okay, das habe ich schon. Schon so viel, ja. Wanderschild. Ja, will ich haben. Hm, ja, ausrüsten. Mehr Energie ist gut. Reisering habe ich schon. Wanderschutz. Ja, machen wir auch mal. Ich habe mich gerade gefragt, woher dieses doppelte Jahr kommt.
Verbände warten, ja und ja. Reisenreif hab ich auch noch nicht. Ja, ausrüsten. Und ich bin so gut wie pleite. Das ist doch immer bei dir so. Einmal ein Laden, wo du wieder Ausrüstung kaufen kannst, die am besten auch noch neu ist. Und zack, hast du kein Geld mehr. Alle hatten sich schon auf das Turnier gefreut, aber wegen Sinn. Die Spieler können jetzt auch nicht mehr sorglos trainieren. Naja. Hey, da schwimmt einer im Wasser. Guck mal her. Wir Krieger Beast würden die ganze Insel auf MotoDB den Pokal holen. Wenn ich daran denke, muss ich gleich wieder weiter trainieren. Und mach das. Du wirst eh verlieren. Wegen des Riffs kann ich mich an nichts erinnern, wie ich heiße, wo ich wohne. Ich hätte gehofft, dass mir jemand hilft, wenn ich hier ruhig sitzen bleibe und warte. Aber niemand nimmt mich wahr, alle haben mit sich selbst genug zu tun. Vielleicht bin ich gar nicht von hier, ein Fremder. Dann gehst du halt weg oder sowas. Und vielleicht bist du ja ein Blitzballspieler. Tatsache. Name Taz. Level 5. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich nicht irgendwelche Bettsachen vergessen habe. Ja, doch, wäre ärgerlich. Vor allem, wenn das welche sind, die ich nicht mehr holen kann später. Ich glaube, du wiederholst dich. Ja, ich wollte es nur mal sagen, falls es nicht mitbekommen wurde. Ja, ich hoffe, irgendjemand von unseren Zuschauern erkennt das. Kann dir da dann helfen. Cutscene, glaube ich. Okay. Oder auch, ja, nee, vielleicht kommt auf jeden Fall ein großer Kampf gegen ein Morbull, glaube ich, war das? Ich werde mal speichern. Also ein ganz kleiner Kampf gegen ein ganz großes Viech. Gut, ich lege mal einen neuen Speicher an. Falls ich was übersehen habe, werde ich das nochmal nachspielen und holen. Und jetzt kommt ein Kampf. What's up? Yuna is saying she wants you with us. Huh? I want to ask you to be my guardian. You know what? There's no time for jokes, yeah? He may be a blitzball whiz kid, but up against fiends, he's a newbie. Not a guardian, then. I just want him nearby. Well. What? What do you mean? It's just that... Well, we're all going to the temple anyway. Can't this wait till later? I'm sorry. I shouldn't have... There's nothing to be sorry about. I'm just not really sure what's going on. My apologies. So, dann spreche ich noch mal. Da die Katze ja vorbei ist. Okay, ist wieder so ein Ding. Und ein Kampf. Da habe ich wieder was für Kimari. Jo, viel Spaß. Kimari, kämpfen ist doch immer gut. What's a lancet? Normally, it's a skill that weakens enemies and heals the user. But when a Ronso uses it, that Ronso can sometimes learn fiend's abilities. Hey, sounds cool! Spezial, Dragonik und Lernen. Und wenn er was lernt, ist sein extra Leistung voll und er kann es gleich einsetzen. Super! So, auf den Gegner und Sprung. Angriff. So, Wundersheroid erhalten.
Du hast ein Zeitsteroid. Lang. Windhieb, nein. Wunderhieb, nein. Ich glaube, ich gehe da lang. Okay, ich weiß, wo ich lang gehe. Abilities Fluid und Analyse gelernt. So, dann kann ich weiter. Also irgendwelche Schriftzeichen. Baba. Das war ein Passwort. Datenbank erhalten. Ja, verdammt, hätte ich gar nicht kaufen brauchen. Macht ja nichts. Das ist ein Meer. Und ein Kampf. Ja, du bringst mir das nicht, wenn ich ein Meer habe. Ja, du kannst die Waffe ja nur einmal ausrüsten. Ein Feuern? Ja, volle Kanne. Warum nicht gleich volle Kanne, Hoshi? Na egal. So, Spezial Dragonik. Machen wir mal auf das hier. Du hast eine Eisschwäche, ich verstehe. Also, Eiszeit. Vernichtend. Oder wie es im Englischen stehen würde, Overkill. Also mal als Funfact nebenbei angemerkt. Wenn man so sagen kann. Ein Overkill, interessant. Ja, im Deutschen vernichten und ich tue das zur Stelle. Ability Heap, das bringt mir Abilities Heroin. Vita. Ja, Kimari kann ich mal ein bisschen heilen. Was? Hat nicht verstanden. Mega. Irgendwann wird sich schon wiederholen. So, und auf dich müsste ich Wasser machen. Und Elektro bringt gar nichts. Schwachsinn, Feuer und Eis. Und gutes Wasser. Hat jemand Durst? Ja, wenn ich Durst habe, trinke ich was. Ich habe mir gerade vorhin was geholt. Das wäre ein Wunder, das wäre gut. Wo wir üben. Wir üben und wechseln. Noch einen Schritt näher. Ja doch, passt. Wundersphäroid und bam. Magie erhöht. Ah, da war was. Benutzen, Ability Spheroid und tschüss lernen. Und tschüss, kennst du vielleicht von Final Fantasy 9? Tyro? Ja, kenne ich. Und da ist der Gegner, von dem ich gerettet habe vorhin. Ja, ich schaue es mir ja gleich an. Okay, ich wechsle dich aus durch Walker. Ich Splinthieb. Immun. Fuck. Dragonik. Ich habe nichts gelernt, Feuer. Mehrere Sachen gleichzeitig machen. Hat man das zum Beispiel oder was? Ja. Egal. Ich war mir überlegen, gleichzeitig zu machen. Naja. Okay, dann ruf ich nochmal Steve rein. Nicht unschiss, nicht unschiss. Anfeuern. So, dann rufe ich nochmal Yuna rein. Bestört Ferris. Irgendwas hat sich wieder im TS getan. Ja. Ja, ich lasse mich ablenken, ich weiß. Der findet gerade einiges statt, aber ist halt so. Wurde ja auch über TS was gefragt, aber naja.
Oh, jetzt wird's wieder. Schwarzmagie und Feuer. Aber was mir hier dran sehr gut gefällt, ist, dass ich das Team im Kampf wechseln kann. Hm, das finde ich klasse. Ein super System. Immun. So, wie viel Energie hast du noch? Eine Menge. Auch das Schwarzmagie Feuer. Du hast ja manchmal auch nur die Situation, dass du 1 gegen 1 kämpfst. Überraschend, dass du jemanden gerufen hast. Solarisch Strahl. Warum haben die das eigentlich gemacht, dieses 1 gegen 1? Oder was meinst du, dass du 1 gegen 1? Nur einen Charakter hast. Das ist wegen der Beschwörung gerade. Wegen der Bestia. Und sonst habe ich 3 Typen im Kampf. Küss hier nicht ein. Das hab ich halt gesehen. Aber ist auch interessant. Ach du Scheiße. Wie viel heilst du? Oh, Feuer. Heilt sich wohl komplett wieder hoch. Bam. Das Vieh ist lästig. Feuer. Oh ja. Die Heilung ist ja wirklich heftig. Erdbeben. Definitiv heftig. Immun. Und das war's mit Fairferis. Meine Fresse. Ich habe extra gespeichert. Ich weiß schon warum. Weil ich nicht gehen kann. So, Feuer von Lulu. Naja, mal eben gucken, was im Chat los ist. So, alles viel. Tidus. Ja, sprich nichts. Genau. Also, dann rufe ich Walker rein. Obwohl ich mir noch überlege, vielleicht doch lieber Kimari mit reinzunehmen. Giftkralle. Und wenn Lulu keine Magiepunkte mehr haben sollte, hole ich Kimari auf jeden Fall rein. Ist eigentlich die Aufstellung irgendwie relevant? Also wer in der Mitte steht, wer hinten oder vorne steht? Wer hinten vorne stehen kann unter